Billy Cotney war sein bestes Pferd im Stall. Vor 10 Jahren noch die Nummer 3 der Weltrangliste. Heute hat Trainer Songwit Pong Yu zwar noch ein paar Eisen im Feuer, aber es ist schwerer geworden, in die Weltspitze vorzudringen. Auch wenn seine Nachwuchswächter in Thailand stets Finalplätze belegen. Zu undurchsichtig ist die Sportpolitik des thailändischen Fechtverbandes. Songkits Fechterin holten beiden Kadetten 3 Medaillen und holten beiden Junioren 3 Medaillen. International aber sind sie bedeutungslos. Zwar werden die Fechter von der Luftwaffe unterstützt, aber internationaler Medaillenregen ist nur möglich, wenn Thai-Fechter auch im Ausland Wettkampfpraxis sammeln können. Pong Yu nutzt sogar Wettkampfpausen, um seine Schüler vorwärts zu bringen. Gold bei Hackert bei den Junioren ist auch hier der Lohn für gute Strategie und Taktik. Aber jetzt wäre der Verband am Zug, endlich Leistung zu bringen, wie es Songkit Pong Yu seit Jahren tut. Erinnert sei hier an Gold, Silber und Bronze bei SEA Games und 2 historische Medaillen bei den Asienspielen, um nur einige zu nennen.